Im Part werden wir also auf sehr hack und dann auch sehr wahrscheinlich ein Level steigen. Und dann werde ich auch vielleicht sogar mich zum Attentäter weiterbilden lassen. So, gut. Kurz warten. So, ich werde es jetzt erstmal mit dem hier aufnehmen. Packen wir nochmal diese Medpacks hier unten rein. So, ist jetzt auch egal. Okay, dann gehen wir einfach ein paar Meter. Gießschütze. So. So. Boah, ne Mann. Wo ist der? Sorry, aber ich weiß jetzt nicht, was hier los ist. Komm schon. Nee. Das ist jetzt nicht besonders fair. Geh auch gleich zum Medi-Center. So. Dann verkaufen wir erstmal unseren Schrott. So. Mittelschwer. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Ach, verkaufe ich. Leben Sie wohl. So, ja, ich lebe wohl. Diese Animation sieht immer ziemlich cool aus. Gut. Ups. So. Geht's hier runter? Komm schon. Sklaven, weg mit euch. Ihr habt verloren. Gut.
Okay, jetzt bleibt er kurz stecken. Nach oben. Ach, kämpfen wir. So, ich hoffe, die habe ich nicht schon an. Nee, die werde ich auch nicht anziehen. Ach, ich habe was. Prototyp an. So. Aber wir müssen jetzt eigentlich da lang. Entschuldige mich jetzt dafür, dass das jetzt ziemlich stockt. Ja. Manchmal ist der nervige Blick auf der Karte ziemlich wichtig. So. Boah. Mann, was ist das denn? Nee, das dauert mir zu lange. Auch wenn es vielleicht ein bisschen unnötig scheint, aber... Master Venzello. Malcolm, T7, Melagus und Satel. So. Okay. So, in die Sith-Akademie rein.
Ich sag, wir bilden uns erstmal aus. Man weiß ja nie, ob ich vielleicht sogar da kämpfen muss. Was ich noch sagen wollte. Diese Rüstung finde ich ziemlich cool. Wenn ihr wisst, wo man etwas Ähnliches wie das hier bekommt, weil die Gilde heißt ja auch Royal Guard, und das ist halt die Royal Guard, dann schreibt es in die Kommentare oder schreibt es mir als PN. Ups. So. So, Sith-Krieger-Ausbilder. Das war nach rechts. So. Lord Samus. Gut. Welche dunklen Geheimnisse soll ich mit euch teilen? Gut. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob es in diesem Part noch zum Attentäter geht, beziehungsweise auf die Flotte geht. Ich schätze, das seht ihr dann in Part 18. Genau. So. Gut. Lord Sesh müsste das jetzt sein. Wunderbar. Du, Sklave. Nein, Akolyt. Du hast mir dieses wunderbare Holocron aus Makaragnos Grab gebracht, nicht wahr? Jawohl, ich habe das Holocron... Ja. Oh, nee, doch nicht, sorry. Wie hast du das gemacht? Habe aus Versehen... geskippt. Das bleibt mein kleines Geheimnis. Gut. Boah, sind das widerliche Kleidung, die ich habe. Da. Das spricht für dich und verleiht dir Macht. Boah, ey, richtige Mülltonne. Ich persönlich Offenheit vorziehe. Was du bisher getan hast, dass du dieses Holocron und den Text aus Tulakords Grab herbrachtest, fasziniert mich. Ich beobachte deinen Fortschritt mit Interesse. Ich setze große Hoffnungen in dich, Akolyt. Sehr große sogar. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Viel Glück, Akolyt. Ja, Glück hier, Glück da. So. 390 EP. Für eine kleine Unterhaltung. So, genau. So.
Phone oder wie der heißt. Ich wollte gerade Phone losschicken. Was hat dich aufgehalten? Also, zuerst wollte mir Lord Sesh sagen, wie unglaublich ich bin. Dann unterhielten wir uns und ich habe wohl die Zeit vergessen. Spar dir deine Märchen. Lord Sesh würde dich wie einen Giska zertreten, wenn sie dir jemals begegnen würde. Nee. Du bist ihrer Anwesenheit nicht würdig. Das wird sie nicht. Also, hast du den Text aus Tulakords Grab? Natürlich. Na, zeig schon an. Ich schätze, der ist jetzt abgestürzt. Mach mal ESC. Würde ich sagen, ich mache mal kurz Cut und dann mach schneller zu machen. So. So. Los, bevor ich damit wieder verschwinde. Gib ihn mir. Zweifellos ist er schwer beschädigt. Das haben wir davon, wenn wir Abschaum die Arbeit eines Sith tun lassen. Richtig, Fong? Mach schon schneller. Worauf warten wir, Aufseher? Oder warum erledigen wir diese... Boah, Hasswelter 2... Boah, ja, Hammer. Du hast eine große... Den kenne ich. Aber kein Kampfgeschick. Ich will dich... Hab nur gerade was an... Wenn du die Korriban zu meinem Bruder gesagt. ...zufriedengestellt hast. Das Trainingsgelände befindet sich im ersten Stock der Akademie und ist normalerweise nur den dunklen Lords und ihren Schülern vorbehalten. Das ist keine Beförderung. Und du wirst da oben mit niemandem sprechen, außer mit deinen Ausbildern. Verstanden? Du bist der Anwesenheit von Sith nicht würdig. Hört mal. So. Bitte sagt mir, dass Phone auch kommt. Wir könnten so viel Spaß miteinander haben. Phone wurde schon von Kindesbeinen an im Kampf ausgebildet. Er ist ein echter Sith. Und es ist wahrscheinlicher, dass du dir deinen eigenen Arm abschneidest, als dass du je ein Sith wirst. Begib dich jetzt zum Trainingsgelände im ersten Stock. Ich würde die Ausbilder nicht warten lassen. Machen. Belohnung, Kreditkasten bekommen. So, den hier. Gut. Geh noch mal schnell nach oben. So. Da hinten hin.
Gut. Seid gegrüßt. Ihr erinnert euch doch an meinen Bruder und mich. Wir waren bei Hakun. Die darf ich gleich töten. Tut mir leid, dass es so enden muss. Uns gefällt das auch nicht besser als euch. Zumindest nicht viel besser. Das klingt verdächtig nach einer Drohung. Was habe ich euch denn getan? Tut mir leid, Mann. Ich konnte euch wirklich gut leiden. Aber wir haben eine Abmachung mit Hakun. Wenn wir euch töten, dürfen wir nach Hause. Das wird ihn bedauern, Eng. Wir wollen es ja gar nicht tun. Aber wir wissen, dass wir Fon nie besiegen und nie Sith werden können. So können wir wenigstens zurück nach Hause, und zwar lebend. Sei still, Balek. Die Zeit des Redens ist vorbei. Kämpft um euer Leben, Akolyt. So. Stufe 8, Mann. Und das war auch schon die Aufgabe. Jetzt haben wir da so eine tolle Statue. Gut. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Cut, beziehungsweise wir machen jetzt erstmal aus. Wir sehen uns im nächsten Part, also Part 19 müsste das dann sein. Kommentiert, abonniert und so weiter halt. Ja. Wir sehen uns halt im nächsten Part. Ciao.